US-Präsidentschaftsbewerber besucht überraschend Ukraine und trifft Präsident Zelensky. Westafrikanische Staatengemeinschaft macht offenbar konkrete Pläne, um den Putsch im Niger zu stoppen. Der republikanische Präsidentschaftskandidat Christie hat sich bei einem Überraschungsbesuch in der Ukraine mit Präsident Zelensky in Kiew getroffen. Zuvor hatte der US-Politiker die Stadt Bucha besucht, die ein wichtiger Schauplatz des Krieges war. Präsident Zelensky erinnerte in seiner abendlichen Videobotschaft an den Friedensplan seines Landes. В Джиді, в Саудівській Аравії, почнеться зустріч радників голів держав та представників МЗС щодо формули миру. Багато країн будуть представлені, різні континенти, зокрема і держави глобального півдня. Це дуже важливо, бо в таких питаннях, як продовольча безпека, доля мільйонів людей в Африці, в Азії, в інших частинах світу, прямо залежить від того, наскільки швидким буде світ в реалізації формули миру. Die ukrainische Post hat eine neue Briefmarke veröffentlicht, die einen amerikanischen F-16-Kampfjet zeigt. Die Regierung in Kiew hatte diesen Jet angefordert, um sich gegen die russischen Angriffe wehren zu können. Nachdem ein russisches Gericht entschieden hat, dass Alexei Nawalny weitere 19 Jahre im Straflager verbringen muss, schrieb der Kreml-Kritiker auf Twitter, die Anzahl der Jahre sei nicht wichtig, sondern solle nur die anderen einschüchtern. Gebt den Widerstand nicht auf, forderte der 47-Jährige, den die internationale Staatengemeinschaft als politischen Gefangenen ansieht. The new sentence imposed today on Alexei Navalny raises renewed serious concerns about judicial harassment and instrumentalization of the court system for political purposes in Russia. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell forderte erneut die sofortige Freilassung Navalnys. EU-Ratspräsident Charles Michel sprach von einer Schande und von einem inakzeptablen Urteil. Der Gerichtstermin fand 260 Kilometer von Moskau entfernt in dem Straflager statt, in dem der Kreml-Kritiker inhaftiert ist. Nawalny forderte auch, Putin dürfe seine Ziele nicht erreichen. Nach dem Militärputsch im Niger gibt es offenbar konkrete Pläne für ein militärisches Eingreifen. Das sagten Vertreter der westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS. Einzelheiten wurden aber nicht bekannt gegeben. We are determined to stop it. But ECOWAS is not going to tell the coup plotters when and when, where we are going to strike. That is an operational decision that will be taken by the heads of state. Die ECOWAS hatte den Militärmachthabern am vergangenen Sonntag ein 7-tägiges Ultimatum gestellt. Der festgesetzte Präsident Bazoum müsse wieder in sein Amt kommen, sonst werde die Staatengemeinschaft Maßnahmen ergreifen, die auch Gewalt beinhalten könnten, hieß es. Im Niger hatten Offiziere der Präsidialgarde am 26. Juli den demokratisch gewählten Bazoum für entmachtet erklärt. Verhandlungen mit der ECOWAS waren gescheitert. Tunesische Behörden haben zahlreiche Migrantinnen und Migranten an den Grenzen zu den Nachbarländern Libyen und Algerien ausgesetzt. Der libysche Grenzschutz veröffentlichte diese Aufnahmen einer rund 100-köpfigen Gruppe, die schon seit einem Monat auf libyscher Seite der Grenze ausharren soll. Die Menschen litten unter Lebensmittel- und Trinkwasserknappheit und hätten keine Unterkünfte. Die NGO Human Rights Watch erklärte, Tunesien habe insgesamt über 1200 Menschen ausgesetzt. Das tunesische Innenministerium bestätigte mehrere Pushbacks kleinerer Gruppen. Es sind die schlimmsten sintflutartigen Regenfälle in der Region Peking seit 140 Jahren. Mehr als 10 Millionen Menschen leben derzeit in China in von Überschwemmungen betroffenen Gebieten. Mindestens 20 Menschen haben in den Fluten ihr Leben verloren. 27 weitere wurden noch vermisst. Behördenvertreter der 700.000 Einwohnerstadt Suzhou äußern zudem den Verdacht, dass ihre Stadt geflutet wurde, um Peking vor weiteren Wassermassen zu schützen.